Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die SCP Foundation ist eine Website mit Geschichten über gruselige Kreaturen und Wesen, die vor der realen Welt verborgen werden sollten. Auf der Wiki-Seite von SCP, was Secure Content Protect bedeutet, gibt es tausende von fiktiven Fantasy-Horror-Geschichten. Und heute werde ich euch die 10 gruseligsten Monster dieser Organisation vorstellen. Die Geschichten sind aus der Sicht der SCP Foundation geschrieben und werden daher sehr ernst genommen. Seht euch dieses Video also nur an, wenn ihr Gruselgeschichten gut ertragen könnt. Ihr wurdet gewarnt! Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch! Bevor wir mit dem Video beginnen, abonniere bitte auch unseren neuen Kanal. Hier laden wir jede Woche 3 Videos zu allen möglichen spannenden Themen hoch. Gib faszinierend in die YouTube-Suchleiste ein oder klicke einfach auf den Link in der Beschreibung, um zum Kanal zu gelangen. Wir sehen uns dort! Nummer 10. SCP-173, auch bekannt als Die Skulptur, ist ein Monster aus Beton und Stahl, das mit Krylonfarbe gestrichen wurde. Dieser äußerst aggressive SCP war die erste gefährliche Kreatur der SCP Foundation. Was diese Kreatur so furchterregend macht, ist, dass man sie anstarren muss, wenn man sich ihr nähert. Verliert man diesen Wettstreit im Anstarren, stürzt sich das Monster unaufhaltsam auf einen und bricht einem das Genick. SCP-173 ist ständig in einem containerähnlichen Raum eingeschlossen und das Personal, das den Raum betreten soll, muss ständig Augenkontakt mit dem Monster halten und die Tür hinter sich verschließen. Auf diese Weise müssen sie auch den Raum verlassen. Wenn ihr blinzelt, kommt die Kreatur näher und wenn ihr in die Nähe der Kreatur wegschaut, wird sie sich auf euch stürzen. Es ist also besser für die Sicherheit aller, wenn sie verschlossen bleibt. Nummer 9. SCP-2006 ist ein Robotermonster, dessen Ziel es ist, so viel Angst wie möglich in der Welt zu verbreiten. Es ist in einer luftdicht verschlossenen Zelle eingesperrt und muss ständig auf Formveränderungen überwacht werden. Das Monster hat einen Durchmesser von etwa 50 cm, kann aber aufgrund seiner Fähigkeit, sich in jedes beliebige Objekt oder Ding zu verwandeln, nicht beschädigt werden. Dank seiner Kräfte kann es immer und überall gleichzeitig sein. Außerdem ist der Umfang seiner Fähigkeiten beispiellos. Das gesamte Personal, das mit dem SCP-2006 in Berührung kommt, muss sich horrorähnliche Elemente oder Filme ansehen, um das Monster glauben zu machen, dass es sie erschreckt und verängstigt hat. Dann wird es wieder zu einer freundlichen Kreatur. Der Grund dafür ist jedoch unbekannt. Dabei sucht das Monster ständig nach neuen Methoden, um sein Ziel zu erreichen, den schlimmsten Albtraum der Menschen Wirklichkeit werden zu lassen. Nummer 8. SCP-169 ist einer der größten und furchterregendsten SCPs der SCP Foundation. Diese Kreatur ist so groß, dass sie wahrscheinlich niemals eingedämmt werden kann. Man schätzt seine Länge auf 2000 bis 8000 Kilometer und geht davon aus, dass er bereits zu Beginn der Erschaffung des Planeten existierte. Die SCP-Stiftung glaubt jedoch, dass es noch irgendwo im Südatlantik in einem langen Schlaf tief unter dem Wasser existiert, wo es niemand erreichen kann. Es wird vermutet, dass es sich bei dieser Kreatur um den Leviathan, ein Fabelwesen aus der Bibel, handeln könnte. Ansonsten ist es ein großes Mysterium, aber es wird vermutet, dass das Ungeheuer, wenn es erwacht, eine große Gefahr für den Planeten darstellen könnte und dass es, wenn es nur mit dem Schwanz wedelt, Erdbeben verursachen oder sogar Tsunamis auslösen könnte, die ein ganzes Land überfluten könnten. Nummer 7. SCP-96, auch bekannt als The Shy Guy, ist ein 2,38 Meter großer gefährlicher Mensch mit sehr wenig Muskelmasse. Außerdem hat er keine Körperbehaarung und überlange Arme, die etwa 1,5 Meter lang sind. Es wird auch gesagt, dass dieses Monster seinen Kiefer mehr als 4-mal so weit öffnen kann wie ein normaler Durchschnittsmensch. Im Grunde ist dieses Monster ganz ruhig, nur sollte man es niemals ansehen, auch nicht auf einem Foto oder Video. Wenn du das tust, wird die Kreatur durchdrehen und mit einem furchterregenden Schrei oder Wimmern mit unglaublicher Geschwindigkeit hinter dir herlaufen, bis sie dich findet und erwischt. Geschlossene Räume werden diese Kreatur nicht aufhalten. Wenn es fertig ist, kehrt es zurück und versucht sich wieder zu beruhigen. Zum Glück ist das Monster in einem Raum ohne Überwachungskameras eingesperrt, wo es die meiste Zeit in einer Ecke an der Wand verbringt. Nummer 6. SCP-682 sollte nach Ansicht der SCP-Stiftung so schnell wie möglich vernichtet werden. Leider stehen dafür derzeit keine Mittel zur Verfügung. SCP-682 ist eine reptilienartige Kreatur unbekannter Herkunft und scheint äußerst intelligent zu sein. Das Monster hat einen Hass auf Menschen, Pflanzen und alles, was auf der Erde lebt, und wird alles tun, um zu töten, was es sieht.
Die Kreatur ist auch in der Lage zu sprechen und hat es bereits mehrmals geschafft zu entkommen. SCP-682 ist unglaublich stark und kann sich regenerieren, wenn er verletzt wird. Zurzeit ist er in einer 5x5x5 Meter großen Kammer mit 25 cm dicken säurefesten Stahlplatten eingeschlossen. Hier ist er untergetaucht, damit er keine Chance hat, sich zu regenerieren. Dieses Monster ist nach Meinung vieler Menschen eine der furchterregendsten Bestien der SCP Foundation, da es in der Lage und willens ist, alles zu zerstören, was ihm im Weg steht. Nummer 5. SCP-2521 ist ein einzigartiges Monster, von dem ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Dieses Monster ist über 2 Meter groß und hat ein schwarzes, gräuliches Gesicht mit einer Art von Tentakeln an seinem Körper. Die Kreatur sammelt gerne Informationen über sich selbst und mag es sehr, wenn Menschen laut über sie sprechen. Dann stiehlt es die Informationen zurück und speichert sie irgendwo. Aber was es mit diesen Informationen macht, ist unklar. Niemand weiß das, und da ich jetzt laut über diese Kreatur spreche, werden wir wahrscheinlich alle mit ihr zu tun haben. Das Monster könnte 2-mal so groß werden wie ein normaler Mensch und kann durch Wände gehen. Wenn es dich also jagt, bist du nirgendwo sicher. Außerdem ist das Monster gefühlvoll und versteht Worte, aber es versteht nichts von Bildern, Tabellen und Markierungen. Deshalb beschreiben ihn die Mitarbeiter der SCP Foundation gewöhnlich auf diese Weise, wenn sie über ihn sprechen. Nummer 4. Der Ozean bleibt ein großes Geheimnis und wir haben viel mehr Informationen über das Universum, als wir über unsere eigenen Ozeane wissen. Uns stellt sich so die Frage, was auf dem Grund des Ozeans zu finden ist. Nach Angaben der SCP Foundation wurde 1971 im Golf von Bengalen in der Nähe von Indien ein riesiges schlangenähnliches Ungeheuer entdeckt. Es wird auf eine Länge von 600 bis 900 Kilometern geschätzt, wobei der Kopf einen Durchmesser von 2,5 Metern und der Körper einen Durchmesser von 10 Metern hat. Das Tier soll sich kaum bewegen können und ansonsten keine Nahrung zum Überleben benötigen. Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass von riesigen megalithischen Schlangen die Rede ist. Tatsächlich gibt es in der Mythologie mehrere Versionen von Geschichten über sie, darunter zum Beispiel der Leviathan, Jormungandre und viele andere. Nummer 3. SCP-49 ist ein etwa 1,9 Meter großes und 95 Kilogramm schweres humanoides Wesen, das mit einem Pestarzt aus dem 15. oder 16. Jahrhundert verglichen werden kann. In dieser Geschichte heißt es jedoch, dass Kleidungsstücke und der Schnabel an ihm befestigt und Teil seines Körpers sind. Sobald die Kreatur mit euch in Kontakt kommt, wird sie euch überall hin verfolgen. Trotz seines unheimlichen Aussehens arbeitet SCP-49 mit der SCP Foundation zusammen und kann die Sprachen Englisch und Französisch sprechen. Da er jedoch plötzliche Verhaltensänderungen zeigen kann, sollte das Personal unter keinen Umständen mit ihm in Kontakt kommen. In diesem Zustand kann er sogar so stark sein, dass er mit einer einzigen Berührung problemlos jemanden töten kann. Dann beruhigt er sich wieder und kehrt ohne großen Widerstand in seine Zelle zurück. Nummer 2. SCP-106, auch bekannt als der alte Mann, ist einer der beliebtesten SCPs und auch einer der unheimlichsten. Er hat ein verwesendes Aussehen und kann tagelang auf Beute warten, ohne sich zu bewegen. Außerdem hat er die Fähigkeit, endlos kopfüber zu hängen. Wenn SCP-106 euch berührt, seht ihr genauso aus wie er. Er zieht seine Opfer dann in eine Art andere Dimension, die er jederzeit betreten kann. Diese Eigenschaft macht es unmöglich, ihn zu fangen, und hier kann er mit euch machen, was er will. Tatsächlich hat der alte Mann in seiner Dimension die totale Kontrolle. Hier quält er seine Beute noch mehr und sammelt manchmal Knochenstücke und Zähne ein. Außerdem bevorzugt er menschliche Beute im Alter zwischen 10 und 25 Jahren. Dies ist ein Bild davon, wie du aussehen könntest, wenn du aus der Dimension zurückkommst, falls er dich noch nicht getötet hat. Ziemlich gruselig. Nummer 1. SCP-957 ist ein humanoides Wesen der SCP Foundation, das derzeit irgendwo in Kentucky lebt. Es hat eine große Öffnung in der Brust und keine inneren Organe. Nach Angaben der Mitarbeiter der SCP-Stiftung ist dieses Monster außerirdisch, kann aber Englisch verstehen und sprechen, obwohl es seine eigene Sprache bevorzugt. Das Monster braucht auch keine Nahrung oder Schlaf. SCP-957 wird sich immer in einem Haus mit einer Person aufhalten. Er hypnotisiert sein Opfer und zwingt es irgendwann dazu, durch seine Brust zu gehen, wo sich das Portal befindet. Dort bleibt ihr 4 Stunden lang gefangen, bis ihr das Bewusstsein wieder erlangt und herauskommt. Allerdings fehlen euch dann eure Augen und euer Gedächtnis ist weitgehend gelöscht. Schließlich werdet ihr glauben, dass ihr schon immer blind wart und dass SCP-957 ein Verwandter von euch oder ein enger Freund ist. Was war eurer Meinung nach der gruseligste SCP auf dieser Liste? Oder kennt ihr einen anderen?
Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr weitere Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.